Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Heute starte ich mit meinem Podcast, wo ich eure Fragen durchgehe. Fragen zu persönlichen Problemen, zu persönlichen großen Herausforderungen und was ich an deiner Stelle tun würde. Ich werde jede Woche eine Fragerunde machen auf Instagram in den Stories und ich werde dann die Fragen durchnehmen, die da gestellt werden. Jetzt habe ich schon vorgestern eine Fragerunde gemacht und die allererste Frage ist, was kann ich gegen meine Herzrhythmusstörungen machen? Woher kommen sie und sind sie behandelbar? So, um mich selbst zu schützen, ich bin kein Arzt und ich darf hier keine Ratschläge geben zu gesundheitlichen Beschwerden, aber ich erzähle jetzt, was ich tun würde, wenn ich jetzt Herzrhythmusstörungen hätte. Ich würde schauen, wo in meinem Leben bin ich im Widerstand? Was in meinem Leben tut mir weh. Und ich sage euch eins, oft ist es so unbewusst, unser Unterbewusstsein ist sehr, sehr geschickt und versucht, Dinge, die uns wehtun, runterzudrücken und zu verstecken, sodass wir das gar nicht bewusst merken im Alltag. Aber ich würde mir eine Ruhezeit gönnen, keine dreimonatige Ruhezeit, sondern abends, wenn die Kinder im Bett sind oder tagsüber, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Spaziergang zu machen, um zu hören, was meine Seele mir sagen möchte. Um zu hören, was mein Körper mir sagen möchte. Ich sage euch jetzt, was ich machen würde. Ich würde einen Spaziergang machen. Ich würde gucken, dass ich mir die Zeit nehme. Ganz entspannt, keine Kopfhörer. Handy würde ich zwar wahrscheinlich dabei haben, falls was ist mit den Kindern. Ich würde es aber leise machen. Und erstmal nur spazieren gehen und zur Ruhe kommen. Und du wirst merken, gerade dann, wenn du zur Ruhe kommst, wird dein Kopf immer lauter. Der Unterschied zu einem Spaziergang oder zu Hause zur Ruhe zu kommen ist, bei einem Spaziergang, gerade in der Natur, in einem Park oder wo ein Feld ist, also da, wo du dich sicher fühlst, hast du die Natur, die dich heilt. Das heißt, da sind keine negativen Gedanken. Zu Hause hängen unsere Gedanken fest. Das wissen auch nicht alle. Deswegen gibt es ja auch das Räuchern. Ja? Warum räuchern Menschen? Warum räuchert man auch in Kirchen und so weiter? Man räuchert um diese festsitzenden Gedanken. Das sind ja unsere eigenen Kreationen, um die aus dem Haus rauszubringen. Wenn ich jetzt zu Hause sitze und da meditiere und ich hatte jetzt die letzten Tage Streit mit meinen Kindern oder mit meinem Mann, ist es schwierig runterzukommen. Ja, da ist es schon wichtig, mal schön durchzulüften und mal zu räuchern. Und eine Sache, die auch sehr wichtig ist, wir dürfen jetzt auch nicht denken, nur das Räuchern bringt mich jetzt weiter und das wird schon alle Gedanken hier wegbekommen. Du kannst auch die Intention, die Absicht setzen, alles, was nicht zu mir gehört, darf gehen und dann lüften. Das ist schon Räuchern, ja, deine Intention, weil du sehr mächtig bist. Alles, was nicht zu mir gehört, darf jetzt gehen. Und dann einfach lüften und dann gehen auch diese dunklen Gedanken raus. Ich persönlich benutze oft das Räuchern zu Hause. Trotz allem ist es besser, in die Natur zu gehen, weil die Natur immer liebend für dich da ist und immer heilend für dich da ist, immer. Gerade dann im Sommer, wenn du auch noch barfuß gehst, können diese negativen Emotionen von der Erde gezogen werden. Hört sich total verrückt an. Aber die Erde liebt dich und möchte dich heilen. So, ich würde jetzt in einem Spaziergang machen, mir die Natur anschauen. Die Gedanken würden ganz viele Gedanken kommen, aber die werden auch immer ruhiger werden, wenn du ganz entspannt die Natur beobachtest. Und dann würde ich die Frage stellen, liebes Herz, ich würde auch meine Hand aufs Herz legen. Was willst du mir sagen? Was ist unstimmig? Wo darf ich hinschauen? Danke, dass du dich meldest. Danke, dass du da bist. Und danke, dass du mich aufklären möchtest. Danke, dass du mir helfen möchtest. Nur ich habe es noch nicht ganz verstanden, was du mir genau sagen willst. Gib mir bitte ein deutliches Zeichen. Wo darf ich hinschauen? Was darf geheilt werden? Was darf ich tun, damit es dir wieder gut geht? Damit es mir wieder gut geht? Das ist eine Sache, die ich machen würde. Und ich würde mir Zeit lassen. Nicht jeder bekommt sofort die Antwort. Manchmal bekomme ich sofort ein Gefühl, als Antwort, manchmal bekomme ich auch gar nichts und dann dauert es nochmal 1-2 Tage, bis ich einen Hinweis bekomme, was es ist. Aber in der Regel ist es so, dass wir Menschen ein Gefühl haben und dieses Gefühl ist schon die Antwort. Das Gefühl zum Beispiel, dass du an deine Mutter denkst und ein unwohles Gefühl hast, dann ist es das, dass da was geklärt werden darf zwischen euch beiden. Und du kannst auch mit deiner Seele sprechen. Ja, wenn du sagst, naja, mit meinem Herz sprechen, finde ich komisch. Du kannst mit der Seele sprechen, ist auch nicht gerade nicht komischer. Aber mit deiner Seele sprechen, mit Gott sprechen und fragen, was kann ich tun? Ich merke gerade hier, das ist etwas nicht im Gleichgewicht in meinem Körper. Wo darf ich hinschauen? Wo bin ich denn noch im Kampf? Wo darf ich vergeben? Wo darf ich loslassen? Wo darf ich hinschauen?
Und das sind dann die Punkte, die dir helfen können, in die Heilung zu gehen. Ja, ich sage extra helfen können, weil das dürfen wir ja offiziell nicht sagen, weil nur Ärzte offiziell sowas Heilversprechen geben dürfen. Das würde ich tun, wenn ich das hätte. Und hier braucht man Vertrauen. Das Vertrauen, dass du die Macht hast, das Vertrauen, dass du das kannst, dass du die Antworten hörst und dass du dann das, was du bekommst als Impuls, dem nachgehst. Und dann, und es ist immer so, wenn wir ein Problem haben und das lösen möchten, das, was du suchst, findet dich. Ja, die Lösung wird dich finden. Wenn du siehst, okay, ich bleib mal jetzt bei Mutter, sagen wir mal, du hast ein Problem mit deiner Mutter, dann wird das gesamte Universum, Gott, deine Seele wird dich dabei unterstützen, hier eine Lösung zu finden. Es wird dir ein Buch schicken, es wird dir vielleicht einen Menschen schicken, der dich dabei unterstützt, es wird dir vielleicht Wissen in deinen Kopf schicken, das dir hilft. Du wirst auf jeden Fall die Lösung für dich dann finden. Die nächste Frage, wie funktioniert Loslassen richtig? Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich merke, dass ich nicht loslassen kann an einer Sache, dann mache ich das wie eben beschrieben. Ich schaue, dass ich mich erstmal entspanne. Ja, entweder zu Hause, wenn ich weiß, es ist eh gelüftet worden und geräuchert worden und das ist neutral, die Stimmung zu Hause. Wenn sie nicht neutral ist, die Stimmung, dann gehe ich raus und mache einen Spaziergang und ich spreche in solchen Momenten mit Gott. Wenn ich loslassen möchte und ich gerade nicht loslassen kann, bedeutet es, dass ich ja an irgendetwas festhalte. Und dann frage ich mich das Gleiche wie vorhin. Was will gefühlt werden? Was tut weh? Was kann ich nicht loslassen? Wo halte ich dran fest? Und mach mir klar, dass meine Persönlichkeit gerade am Wachsen ist, weil irgendwas weh tut. Es ist hier gerade eine Lektion. Ich stelle mir immer vor, dass ich in einem Spiel bin. Es macht es wirklich einfacher, wirklich bei vielen Sachen. Gerade Situationen mit Mitmenschen. Wenn ich sehe, es tut mir gerade weh, ich fühle mich verletzt oder ungerecht behandelt, dann gehe ich in die andere Perspektive und sehe die Erde von oben und sehe, das ist eine kurze Zeit, die ich hier bin, das ist ein Spiel. So, jetzt tut's weh, also bin ich gerade persönlich am Wachsen. Irgendeine wertvolle Erfahrung mache ich anscheinend, auch wenn ich es gerade nicht verstehe. Und dann spreche ich in solchen Momenten persönlich mit Gott. Ich erzähle ihm, wie sehr mir diese Situation gerade wehtut. Ich sage, dass ich Angst habe. Ich bitte Gott, mich zu umarmen. Ich bitte ihn, mir Sicherheit zu geben. Es hört sich so blöd an, wenn ich sage, ihn. Ja, er ist ja nicht männlich, aber es ist einfach eine Liebe, eine hohe Intelligenz, die mich liebt. Und ich weiß, dass diese Intelligenz für mich da ist. Und ich bitte Gott, meine Sorgen zu übernehmen und mir Erleichterung zu schenken. Also es ist so wichtig zu wissen, wie soll ich denn da jetzt, das ist ja ein Gebet. Alles, was wir sagen, ist sowieso ein Gebet. Unsere Gespräche sind immer Gebete nach mehr. Deswegen sollten wir aufpassen, wie wir miteinander reden, was aus unseren Mündern rauskommt. Alles ein Gebet nach mehr. Und wie kann ich denn beten, wenn ich jetzt loslassen möchte, Widerstand spüre? Bringt es nichts zu sagen, oh Gott, bitte mach mir mal den Widerstand weg. Heißt, wenn ich jetzt im Battle-Modus bin, bitte, 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 mach mich glücklich, dann bleibe ich bei dem bitte, bitte, bitte. Ich muss intelligent fragen. Und die intelligente Frage wäre, schenke mir Erleichterung. Zeige mir die Lösung. Was kann ich tun? Ich erzähle, wie sehr mir die Situation gerade wehtut, dass ich Angst habe. Also ich bin dann ehrlich. Das sind dann so Momente, wo ich einfach mich fallen lasse. Und hier geht es jetzt nicht darum, ja, du darfst aber nicht negativ denken, sondern das, was in mir drin ist, lasse ich dann raus. Ich habe Angst. Ich fühle mich gerade unsicher. Lieber Gott, übernehme meine Sorgen. Schenke mir Erleichterung. Zeige mir die Lösung. Öffne mir die Wege, die ich gehen darf, den richtigen Weg, sodass ich wirklich den richtigen Weg gehen kann, was ich tun kann, weil ich gerade unsicher bin. Und dann kommt oft eine Erleichterung. Es ist total verrückt, aber dann fühle ich diese Erleichterung in meinem Körper. Dann ist es nicht mehr nur im Kopf, dass ich mir das alles gut rede. Ist doch alles gut, ist doch nur ein Spiel auf der Erde. Das geht doch alles vorbei. Das bringt mich oft nicht weit. Aber wenn ich das dann spüre in meinem Körper, dann weiß ich habe jetzt losgelassen. Das heißt, natürlich bringen die Sätze was. Sie bringen mir im Endeffekt die Erleichterung. Und mir bringen sie die Erleichterung, wenn ich weiß, da ist ein göttliches Wesen, das mich liebt, das mich beschützt. Für dich könnte es auch Engel sein oder was anderes. Und ich spüre dann diese Erleichterung in meinem Körper. Und dann erst kann ich loslassen, weil ich mich jetzt sicher fühle. Weil ich weiß, da ist ja eine göttliche Kraft hinter mir, die mir den Rücken stärkt, die für mich da ist. Und dann kann ich loslassen.
So, die nächste Frage, deine Lieblingsmethoden, einen Glaubenssatz loszuwerden. Meine Lieblingsmethode, einen Glaubenssatz, erstmal den überhaupt herausfinden. Die meisten wissen gar nicht, dass sie da, ich merke oft in meinem Alltag zu gewissen Themen, dass ich einen Glaubenssatz habe und bemerke das nicht. Glaubenssätze sind ja Überzeugungen. Ich bin überzeugt, dass es so ist. Zum Beispiel, immer wenn ich zu spät ins Bett gehe, stehe ich morgens total schlecht gelaunt auf. Das ist ein Glaubenssatz. Aber wir merken es nicht, weil wir überzeugt sind, ja, aber es ist doch so, ich gehe doch, also wenn ich zu wenig Schlaf habe, bin ich doch schlecht gelaunt. Das ist ein Glaubenssatz, das ist eine Überzeugung. Wenn ich spät ins Bett gehe und zu meinem Unterbewusstsein sage, ich stehe morgen frisch und gut gelaunt auf, ich gebe ihm den Befehl, dann stehe ich morgens frisch und gut gelaunt auf. Spürst du, was ein Glaubenssatz ist? Und auch hier werden schon viele getriggert und sagen, nein, aber es ist doch so. Also wie löse ich einen Glaubenssatz? Erstmal bemerken, dass ich einen habe. Und dann schauen, geht es auch anders? Gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel jetzt mit dem morgens gut gelaunt aufstehen? Ist das möglich? Jetzt hast du es ja gehört, ja, es ist möglich. Wenn ich mit meinem Unterbewusstsein spreche, natürlich geht es nicht, wenn ich jeden Tag 3 Stunden schlafe und dann mit meinem Unterbewusstsein spreche. Ich muss ja noch auf die Naturgesetze achten, dass mein Körper 8 Stunden Schlaf braucht. Das ist bei jedem anders, aber das kann man mal 1-2 Mal machen, aber nicht jeden Tag 3 Stunden schlafen. So, und wenn ich jetzt einmal im Monat mal zu wenig Schlaf habe, dann schaue ich, ist es möglich, wenn ich zu wenig Schlaf habe, dass ich trotzdem gut gelaunt aufwache? Ist das möglich? Gibt es Menschen? Und jetzt habe ich ja diesen Beweis, ja, bei der Samad klappt es ja, da muss es ja auch bei mir klappen. Immer wenn es bei einem anderen Menschen klappt, geht es auch bei dir. Da sagen wieder die Glaubenssätze nein, weil er ist sportlicher und der ist fitter und der ist intelligenter und der ist studiert. Nein, das, was bei einem anderen funktioniert, kann auch bei dir funktionieren. Genauso wie bei Beziehungen, ja. Ich hatte ja immer das Problem, dass ich denke, Beziehungen sind immer schmerzhaft und sind immer unglücklich. Als ich das gemerkt habe, dass es ein Glaubenssatz ist, von dem ich wirklich überzeugt bin, habe ich dann angefangen zu suchen, gibt es auch Beziehungen, Partnerschaften, wo beide glücklich und erfüllt sind? Und dann fing ich an zu suchen im Internet, im Außen, gibt es das? Und es gab es. Natürlich im Internet gibt es auch viel die Lügen. Mich hat sehr Veit Linda und seine Frau motiviert, inspiriert. Die zwei haben mich sehr inspiriert zu sehen. Doch es ist möglich. Es ist möglich, sich auch zu streiten, aber trotzdem eine glückliche Beziehung zu führen. Und ein Glaubenssatz besteht ja aus Überzeugungen, aus Gedanken, die deine Überzeugung untermauern. Ja? Es geht nicht, weil alle Männer sind gleich. Es geht nicht, weil alle Männer gehen fremd. Es geht nicht, um dann zu gucken, gehen wirklich alle Männer fremd? Nein. Sind wirklich alle Männer gleich? Nein. Genauso wie auch nicht alle Frauen gleich sind. Und so überzeuge ich mich davon, diesen Glaubenssatz wieder loszuwerden. Das ist eine Arbeit, die dann ein paar Monate oft braucht, bis ich dann wirklich die Bestätigung habe und ich merke auch schon, dass es in mir arbeitet. Die nächste Frage, magst du einen Teil deiner Geschichte erzählen? Erstmal nicht, weil einfach zu viele Personen involviert sind aktuell und es wäre sehr, sehr schmerzhaft. Deswegen erzähle ich meine Geschichte erstmal nicht, aber ich bin mir sicher, dass ich vielen, vielen, vielen helfen kann, wenn ich sie mal erzähle. Ich tue so viel ich kann. Dass ich euch helfe, damit helfe ich ja auch mir selber. Aber mein Teil meiner Geschichte, die schmerzhaft war, die lasse ich erstmal, die klammere ich erstmal aus. Aber irgendwann. Dann die nächste Frage. Keine Frage. Ich habe so viel gelernt in den letzten Jahren. Danke dir. Emotionale Themen zum Essen auflösen. Wie Trigger während der Wut auf eigenes Kind angehen? Ah, das ist auch gut. Emotionale Themen zum Thema Essen. Emotionale Themen zum Thema Essen hatte ich selber. 2018 hatte ich das jetzt vor kurzem erst, vor 3 Jahren. Und ich habe einfach gegessen wenn ich gestresst war. Ja? Wenn ich mich nicht gut genug gefühlt habe, wenn ich mich gestresst gefühlt habe, wenn ich das Gefühl hatte, ich kümmere mich nicht gut um meine Kinder. Ich habe das gemerkt, indem ich habe mir wirklich einen Vorrat gemacht an, das waren jetzt gesunde Süßigkeiten in Anführungsstrichen. Trotz allem habe ich zugenommen von diesen gesunden Süßigkeiten, weil es einfach zu viele Kalorien waren. Und ich habe mich dann beobachtet, immer wenn ich in die Schublade gegriffen habe, warum mache ich es gerade? Bin ich hungrig? Nein, ich bin nicht hungrig, ich bin satt. Warum machst du das jetzt? Und dann habe ich gemerkt, wie ein Zwang in mir war zu essen. Ich habe die Emotion runtergedrückt, dass ich mich selbst nicht mag, dass ich habe gegen mich selbst gekämpft, dass ich nicht gut genug bin. Und um mich wieder gut zu fühlen, habe ich versucht, was zu essen. Und das waren dann Momente, wo ich kurz innegehalten habe. Und das ist oft im Alltag sehr schwierig, weil wir ja alle gestresst sind und wir alle meistens was zu tun haben. Aber vor ein paar Sekunden erstmal meine Finger aus der Schublade raus
und reingefühlt habe. Was ist da für ein Gefühl? Und ich habe fast angefangen zu weinen. Das war ein Gefühl von mich selber ablehnen. Das war ein Gefühl von, ich bin aber nicht gut genug. Guck mal, was du mit deinen Kindern machst. Die sitzen gerade vorm Fernseher, damit du jetzt ein Video schneiden kannst. Ja, und noch andere Themen, die ich dann in mir gefunden habe. Und ich habe dann, also seitdem damals, kaufe ich mir diese ganzen Süßigkeiten gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Ich habe keine, also in meiner Schublade sind ja gerade, lass mich mal reinschauen. Ich glaube, ich habe hier noch Erdnüsse, die sind 2 Jahre alt. Ja, die schmecken bestimmt schon ekelhaft, weil die Packung ist offen. Was habe ich noch? Und ich habe jetzt hier Bittertropfen, aber die nehme ich auch nicht. Das war's. Sonst habe ich nichts hier drin. Ach doch, ich habe noch Spirulina und Chlorella. Also falls ich Bock habe, irgendwas in meinen Mund zu nehmen, dann ist es was Bitteres, weil ich weiß, wenn ich jetzt was Süßes esse, das hat kein Ende. Ich kann mich nicht beherrschen. Ja, also ich würde dann noch mehr essen und noch mehr essen und noch mehr essen. Es macht einfach süchtig. Und ich selbst habe mich nicht im Griff, wenn süße Sachen bei mir rumliegen. Ich habe mich einfach nicht im Griff. Und weil ich das weiß, kaufe ich die Sachen nicht. Und die sind nicht in meiner Schublade. Und da fängt es schon auch beim Einkaufen an, dass ich mich jedes Mal beherrsche, nicht in die Schubladen zu greifen, oder in den Regalen, sind ja dann Regale, keine Schublade, beim Rewe oder beim Aldi, dass ich mir die Sachen nicht kaufe. Ich höre dann immer mein Mind, also mein Geist, der dann sagt, ja, kauf doch das, wenn du dann was knabbern möchtest. Und ich sage dann schon zu mir selbst, nein, brauche ich nicht, weil ich bin ja satt, ich habe ja mein Essen. Ich muss nicht noch naschen. Das ist etwas, was wir hier erfunden haben. Früher gab es kein Naschen. Meine Eltern haben nie genascht. Mein Mann nascht auch nicht. Der ist ja auch in Tunesien aufgewachsen. Damals, jetzt ist es auch wieder anders. Aber da gab es einfach nur die 3 Mahlzeiten und das war's. Bei meinem Vater und bei meiner Mutter gab es noch nicht mal 3 Mahlzeiten. Die hatten 1 bis 2 Mahlzeiten. Dazwischen gab es einfach nichts. Und in unserer Überflussgesellschaft sind wir davon überzeugt, dass wir aber naschen sollten. Ja? Zucker und so. Also Zucker, weil unser Körper Zucker braucht. Aus einem Apfel reicht der Zucker. Das ist schon mal das Erste. Also es fängt schon an beim Einkaufen und mir bewusst machen, was habe ich denn da für Emotionen in mir, die ich gerade wegdrücken möchte. Und dann will ich mich besser fühlen mit dem Essen. Wie gesagt, als ich das gemerkt habe, was da für Emotionen sind, kamen mir fast die Tränen. Und ich habe danach damit gearbeitet. Ne? Als die Kinder im Bett waren, habe ich mich hingesetzt, habe die Tränen einfach mal laufen lassen und mal reingehört, was da in mir abgeht. Und es war ganz viel Ablehnung mir selber gegenüber, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nur, ja, mich um mich selbst kümmere, um meinen Job kümmere, die Kinder. Und es stimmt ja gar nicht. Wenn man dann genauer hinschaut, war ich den ganzen Tag für die Kinder da. Und um das Video mal in Ruhe zu schneiden und was hier ein paar E-Mails zu beantworten, durften sie Fernsehen. Und schon kam das schlechte Gewissen. So, die eigene Wut auf das Kind, wie kann man das angehen? Ich hatte mal einen Post gemacht auf Instagram, wie ich meinen ersten Sohn behandelt habe. Ich habe ihn sehr oft angeschrien. Ja, ich habe ihn sehr oft unterdrückt, so wie ich auch als Kind unterdrückt wurde und habe das gar nicht gemerkt. Ich war voll da drin. Und nachdem ich dann ein Buch gelesen habe von Stephen Covey, Die 7 Wege für Familien, ist mir bewusst geworden, dass das mein eigenes Thema ist. Das ist mein eigenes Thema und das gebe ich jetzt meinem Sohn weiter. Und es ist immer noch so, dass ich auch immer noch wütend werde, wenn irgendwas ist. Seitdem ich mit dem Buch gearbeitet habe, arbeite ich mit meiner Wut anders. Bedeutet, wenn ich merke, dass ich wütend bin, frage ich mich, warum bin ich gerade wütend, Samar? Weil mein Kind ärgert mich nicht extra. Es will, wenn es mich gerade am Ärgern ist, dann braucht es Aufmerksamkeit. Kleine Kinder sind ja keine Bengel. Viele sagen, es ist ein Bengel und der ist unartig und was auch immer. Und das stimmt nicht. Damit bin ich ja selber aufgewachsen. Das Kind, wenn es anfängt, laut zu werden, wenn es anfängt, in Anführungsstrichen nervig zu werden, dann will es nur Aufmerksamkeit. Dann habe ich irgendwo nicht aufgepasst. Und dann schaue ich genauer hin und frage mich, Samar, stell dir vor, du wärst jetzt das Kind. Was würdest du dir wünschen von deiner Mutter? Und dann bin ich schon komplett raus aus meiner Mutterrolle. Komplett, weil dann bin ich selbst Kind. Und dann weiß ich, ich will, dass Mama mich in den Arm nimmt. Ich will, dass Mama mit mir rausgeht, dass sie mit mir vielleicht ein Buch liest, sich zu mir sitzt und mit mir in eine Zeichentrickfolge guckt. Ja, das wünschen sich die Kinder ganz oft bei mir, dass sie sagen, Mama, kannst du mit uns mal den Film gucken? Ich immer noch, bis heute, oft, nee, ich will jetzt noch was machen, ich habe noch was zu tun. Aber die wollen einfach, dass ich dabei sitze, dass ich in ihrer Nähe bin, dass ich sie höre, dass ich sie sehe. Und in dem Moment, wenn ich jetzt getriggert werde mit der Wut, das ist jetzt eine Arbeit. Was machst du? Also was würde ich machen? Was habe ich die letzten Jahre immer gemacht? Ich habe mir die Momente aufgeschrieben, wenn ich immer explodiere, wann ich immer wütend werde. Ich habe es mir aufgeschrieben und mir angeschaut, in welchen Situationen kommt das vor. Das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Das machen auch Menschen, die mit ihren Unternehmen sehr erfolgreich sind. Die gucken immer, wo war ich faul oder wo ist was nicht gut gelaufen? Wo habe ich meine Arbeit nicht gut gemacht? Und dann schaut man, welche Emotion lag dahinter, warum? Damit ich morgen besser werde. Okay, und so kann man das auch machen mit der Beziehung zu den Kindern. Ich schaue ganz genau,
Wann kommt das immer vor, dass ich explodiere und wütend bin auf mein Kind? Und dann schreibe ich mir die Situation mal auf. Du musst nicht im einzelnen Detail, einfach nur so Notizen. Wann kommt das denn immer vor? Bei mir kam das gerade immer dann vor, ganz spannend, wenn ich den Kleinen ins Bett bringen wollte. Als ich mein zweites Kind hatte, ich wollte ihn ins Bett bringen und habe meinem Großen das Essen hingelegt. Ich habe ihm dann so Bausteine, Klötze gegeben und gesagt, jetzt kannst du hier spielen. Ich bringe den Kleinen gleich ins Bett. Und dann wurde er laut und hat Aufmerksamkeit gesucht. Und da waren dann tausend Sachen, die er plötzlich wollte. Und ich bin dann irgendwann explodiert und habe dann gesehen, erstens, ich war selber müde, weil ich nachts das Kind Baby gestillt habe. Ich war einfach übermüdet und hatte keine Geduld mit ihm. Und zweitens war mein Ziel, unbedingt das Baby ins Bett zu bringen, damit ich mich kurz ausruhen kann, weil ich ihn ja den ganzen Tag bei mir getragen habe. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Und ich hatte nur das Ziel, das Baby ins Bett zu bringen und er soll die Klappe halten, der Kleine. So, und der Große. Und der Große wollte einfach nur meine Aufmerksamkeit, weil ich den ganzen Tag damit beschäftigt war, Haushalt zu machen, zu kochen, mich ums Baby zu kümmern. Und dann lasse ich ihn noch sitzen und bringe das Baby ins Bett. Und natürlich will er da ja Aufmerksamkeit. Dann ist es mir bewusst geworden, okay, er kann ja nichts dafür. Das heißt, das nächste Mal, wenn das passiert, beziehungsweise die nächsten Tage habe ich dann so verbracht mit ihm, dass ich mehr Zeit mit meinem Großen verbracht habe. Ich habe vieles liegen lassen, was für mich auch nervig war, viel mehr Zeit mit ihm verbracht. Und dann, wenn ich das Baby ins Bett gebracht habe, war er ruhiger. Er hat nicht mehr so viel gekämpft, weil er hatte ja meine Aufmerksamkeit. Manchmal hat er immer noch gekämpft. Dann habe ich mich hingesetzt und habe dann mein Ziel außer Acht gelassen. Ich muss ihn jetzt nicht ins Bett bringen. Was ich jetzt muss, ist dem Großen meine Aufmerksamkeit geben, dass ich ihn sehe und höre. Also bin ich bei ihm geblieben und habe einfach nur ihn angeschaut. Wenn er geschrien hat, wenn er geweint hat, wenn er dann einfach gemotzt hat oder was auch immer, saß ich da mit Baby im Arm und habe ihn einfach angeschaut und bin einfach nur bei ihm geblieben. Und es hat ihn beruhigt. Innerlich war ich ja selber ruhig. Das hat ihn beruhigt. Unsere Energiefelder haben sich verbunden und er ist immer ruhiger geworden. Dann habe ich ihn gefragt, magst du mit uns ins Bett? Und zum ersten Mal sagte er ja. Normalerweise wollte er nie Mittagsschläfchen machen. Und dann sind wir zu dritt ins Bett gegangen. Er ist zwar nicht eingeschlafen, Baby ist dann eingeschlafen. Der Große war auch bei mir im Arm, ich hatte sie dann links und rechts. Und als das Baby eingeschlafen ist, bin ich dann mit dem Großen aus dem Zimmer raus. Und so sind wir harmonisch, also bin ich mit dieser Situation harmonischer umgegangen. Und das mache ich auch im Alltag mit allen Dingen, die meine Kinder betreffen. Ich bin nicht perfekt, ich will mich nicht hier hinstellen und so tun, als würde ich alles perfekt machen. Aber so gehe ich mit Sachen um, die immer wieder hochkommen. Also wenn ich oft wütend bin, dann beobachte ich, warum bin ich wütend. Und oft ist es bei mir Müdigkeit, Müdigkeit, Erschöpfung. Und das Kind will was und ich bin genervt, das meistens abends. Und da weiß ich, okay, es liegt an mir und damit kann man dann arbeiten. Bevor die Wut hochkommt, die Situation anschauen, dann kann diese Wut auch schon abebben. So, gehen wir die nächste Frage durch. Würdest du Antidepressiva empfehlen oder gar nicht? Also ich darf nicht sagen, dass ich es nicht empfehle. Ja, ich bin ja kein Arzt. Es gibt Ersatz dafür, soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich selber habe zu Hause kolloidales Gold. Ich habe es schon selbst lange, lange nicht genommen. Ich habe es eine Zeit lang genommen, wo ich Stress hatte in meiner Beziehung. Mein Mann hat das genommen, ich habe das genommen. Ich würde, wenn ich merke, dass da irgendwas Depressives ist, natürlich zum Arzt gehen. Aber ich würde meinen Vitamin-D-Status anschauen. Oft ist der Vitamin-D-Status bei uns allen, auch bei mir, so im Mangel, dass Depressionen auftauchen können. Den auf jeden Fall auffüllen. Dazu gibt es Videos auf YouTube von mir und auch von anderen. Das ist das allererste. Oft ist es tatsächlich so, dass Patienten sich dann selbst heilen, weil sie Vitamin D genommen haben in hohen Dosen. Und dann kolloidales Gold. Das sorgt auch dafür, irgendwie Rezeptoren mit Serotonin im Gehirn. Ich weiß nicht mehr genau wie. Ich habe hier ein Buch liegen. Das hatte ich damals mir durchgelesen. Es hilft einfach rauszukommen aus diesen niederen Schwingungen, dieses kolloidale Gold. Genau. Also ich würde immer gucken auf alternative Dinge, die gibt es eigentlich immer. Und es ist jetzt auch hier wieder verschieden. Es gibt Menschen, die haben eine sehr, 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 sehr starke Depression. Die sind so tief versunken, die brauchen echt jemanden, der sie rausholt. Aber da würde ich nochmal gucken, dass ich mir in eine Therapie gehe, meine Vitamine im Körper nochmal schauen, was habe ich denn da für einen Mangel. Und dann würde ich in eine Therapie gehen, aber am besten auch Therapien helfen, aber auch oft nicht, weil man dann jahrelang in eine Therapie geht und trotzdem noch Depression hat. Ich würde zusätzlich auch nochmal gucken, was ist mit meinen Glaubenssätzen, wo habe ich noch nicht verziehen, nochmal einen alternativen Coach dazu nehmen. Nehmen wir noch eine Frage. Was haben wir hier noch? Ich bin so eifersüchtig über eine Person und ihr Ehemann. Ihr perfektes Leben hatte sowas
Gut, und dann geht es nicht weiter. Wenn du spürst, dass du eifersüchtig bist über etwas, dann ist es etwas in dir, ein Glaubenssatz, der sagt, ich hätte das gerne, aber es steht mir nicht zu, ich kann das nicht haben. Und dann fangen wir an, eifersüchtig zu werden. Da kannst du jetzt schauen, was möchte ich denn haben? Was genau möchte ich denn haben? Und warum glaube ich, dass ich das nicht haben darf oder haben kann? Es steht dir zu. Dein Unterbewusstsein gibt dir gerade einfach nur Signale. Und du kannst jetzt daran arbeiten, zu überlegen, wie komme ich denn dahin? Wenn wir eifersüchtig sind, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder kann es uns hochziehen, wir können weiterkommen, wir können Ziele erreichen und glücklich sein. Oder es zieht uns runter und wir sind dann krankhaft eifersüchtig und das macht uns nur noch krank. Also wenn du eifersüchtig bist auf diese Person und ihrem Ehemann, weil einfach alles perfekt ist, frag dich selber, warum glaube ich, dass es mir nicht zusteht? Glaube ich wirklich, dass ich nicht so leben kann wie die zwei? Du kannst das, wenn du anfängst, deine Glaubenssätze zu verändern. So, ihr Lieben, ich glaube, das reicht jetzt. Wir haben über 20 Minuten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass es mich wissen. Schreib mir gerne nochmal. Und ich freue mich auf nächste Woche mit den nächsten Fragen. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit. Bis dann.